Freiheit und Abenteuer, darum geht es heute bei uns beim Berlin Travel Festival. Und keine Kategorie steht dafür so sehr wie unsere Mavericks. Reisende, die Freiheit und Abenteuer in der Natur, aber auch vor allem in sich selbst suchen. Und dafür muss man gar nicht so weit weg. Jens Schäfer ist heute hier. Ich grüße dich. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo Nils. Du bist im Schwarzwald geboren, da wollen wir jetzt auch gleich hin. Du lebst mittlerweile in Berlin, aber dein Herz ist immer noch im Schwarzwald. Links und im Schwarzwald, genau, ja. Sehr gut, sehr schön. Ich bin gespannt. Ich mag die Region sehr, aber sie ist ja doch Black Forest und Black Box für viele Deutsche zumindest. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Warum nach den Sternen greifen, wenn der Kuchen ist doch da? Viel Spaß mit Jens Schäfer. Ja, ich auch. Yeah, baby, yeah! So, ich werde euch ein bisschen was über den Schwarzwald erzählen. Schwarzwald ist für viele Terra Incognita. Da denken sie an seltsamen Wandschmuck wie diese Kuckucksuhr in der Mitte oder im Uhrzeigersinn. Rentner, die dort wandern, Frauen mit eigenartigen Kopfbedeckungen und seltsame Fernseh- und Kinoereignisse aus dem letzten Jahrhundert. Dass es dort auch ganz anders aussehen kann, werde ich euch jetzt in einem viertelstündigen Vortrag erzählen. Erstmal, wo ist der Schwarzwald? Der liegt im äußersten Südwesten unserer Republik, in Baden-Württemberg, links vom Frankreich und im Süden von der Schweiz eingegrenzt. Über 200 Kilometer lang, knapp 200 Kilometer lang, an die 90 Kilometer breit. Alles in, das Gesamte nennt sich Ferienregion Schwarzwald. Hier sieht man ein typisches Schwarzwaldbild. Viele Berge, viele Täler, viele kleine Dörfer, Gemeinden und Weiler und viele Weiden und Matten, wie die heißen, diese Wiesen. Also eine sehr hügelige, bergige Landschaft. Der Schwarzwald ist agrarisch geprägt. Hier sieht man das einheimische Rind, das ist das Hinterwälder Rind, das gibt es nur dort. Die kleinste Rinderrasse Europas, die halten die Wiesen sauber und frei sozusagen. Wenn es die nicht gäbe, wären die ganzen Wiesen in wenigen Jahrzehnten wieder zugewachsen. Großlandwirtschaftliche Betriebe gibt es nicht, weil es keinen Platz gibt. Alles sehr regional und bio. Das hier ist im Osten der Ferienregion. Das ist der Kaiserstuhl, ein Gebirge vulkanischen Ursprungs. Da wächst Wein, wie man sieht. Ist die wärmste Region Deutschlands, der wärmste Ort Deutschlands. Iringen befindet sich dort. Badischer Wein, gut edel. Müller-Thurgau, Spätburgunder, Grauburgunder, das sind so die Sorten. Eine andere Weinregion, das Markgräflerland südlich von Freiburg, ist für mich die schönste Ecke des Schwarzwalds und eigentlich auch Deutschlands. Hier sieht man, warum diese Gegend die Toskana Deutschlands genannt wird. Ist wunderschön. Es gibt im Schwarzwald sehr viel Gewässer. Das hier ist der Wildsee, ein kleiner See, der befindet sich im Nationalpark Schwarzwald. Der ist 2014 gegründet worden im Nordschwarzwald, ganz oben ein Vorzeigeprojekt der Grünen Landesregierung. Dort wird auf 10.000 Hektar die Natur sich selbst überlassen. Da greift der Mensch nicht mehr ein, war lange umkämpft. Das ist der größte See des Schwarzwalds, der befindet sich im Süden. Das ist der Schluchsee, ein Stausee ist das. Wird aufgestaut durch die höchste Staustufe Deutschlands. Da kann man paddeln, surfen, segeln, tauchen, schnorcheln, alles, was man an einem See eben so machen kann. Wo es viel Berge und viel Wasser gibt, gibt es natürlich auch Wasserfälle. Hier seht ihr die berühmtesten, die Triberger Wasserfälle im Mittelschwarzwald. Über 160 Meter stürzen die hinab ins Tal. Man sieht unten, das ist touristisch sehr erschlossen. Da ist auch viel los. Überall, wo es schön ist, ist viel los. Das ist im Schwarzwald nicht anders wie woanders auf der Welt. Hier sieht man eine Burg, denn am Rhein entlang reihen die sich auf wie Perlen an einer Kette. Das liegt daran, dass diese Gegend jahrhundertelang schwer umkämpft war. Franzosen auf der linken Seite des Rheins, Habsburger, Preußen und so weiter auf der rechten. Da ist viel gemordet, gebrandschatzt und zerstört worden und viel gekämpft worden in dieser Gegend. Im Schwarzwald oben gibt es viele kleine und mittelgroße Städte, wie hier Freudenstadt. Das ist im Nordschwarzwald. Die Stadt rühmt sich damit, den größten Marktplatz Deutschlands zu haben. Man kann sich denken, der war nicht als Marktplatz konzipiert, da sollte mal ein Schloss hingestellt werden von ein paar hundert Jahren, aber das Geld ging aus, dann hat man einen Marktplatz errichtet. Hier der schönste Turm der Christenheit.
wurde er genannt von einem Kunsthistoriker, der Freiburger Münsterturm. 300 Jahre Bauzeit, 500 Jahre alt. Für mich eine der schönsten Kirchen Deutschlands. Zu seinen Füßen findet alltäglich ein Bauernmarkt statt, der auch ein Besuch wert ist. Freiburg ist aber auch sehr modern. Das ist die Universitätsbibliothek, sieht man hier. Neubau, vor wenigen Jahren eröffnet. Freiburg ist eine sehr quirlige, lebendige Studentenstadt. Alle universitären Gebäude sind in der Stadt drin, weswegen das Stadtbild geprägt ist von jungen Menschen. Es gibt viele Bars, Kneipen, Biergärten und so weiter. Also sehr lebenswert. Ich habe da studiert, war wirklich eine super Zeit. Und natürlich das Schwarzwaldstadion, die Heimat des Sportclub Freiburg. Dieser Verein, den jeder kennt, den jeder mag. Das ist, wenn man Fan des SC Freiburg ist, egal wo man hinkommt, die Leute mögen, vielleicht nicht gerade einen, aber immer diesen Club. Man wird nie angefeindet, das ist super. Als Kind war ich schon in diesem Stadion, da war es noch nicht so ausgebaut. Und zweite Liga Süd hieß es damals, wer sich noch erinnern kann. So, was kann man denn im Schwarzwald machen? Wandern, Freizeitbeschäftigung Nummer eins von Einheimischen und auch den Gästen. Über 24.000 Kilometer Wanderwege gibt es, kurze, lange, 5-Tage-Trips durch den ganzen Schwarzwald von Nord nach Süd. Das Bild hier ist am Feldberg gemacht, das ist der höchste Berg Baden-Württembergs, knapp 1500 Meter. Radfahren natürlich, über 8.500 Kilometer Radwege. Hier sieht man, ich glaube, das ist im Breisgau, Radeln, sehr familienfreundlich, weil flach, zwischen Weinbergen. Wer Rennrad fährt, zieht sich hinten in die Berge zurück. Da kann man sehr viele Bergetappen machen, Schau ins Land, Kandel, Belchen. Und natürlich Mountainbike. Über 250 Kilometer Mountainbike-Trails gibt es. Die steilste Downhill-Strecke Deutschlands gibt es angeblich in Bad Wildbad. Da wurden auch diverse Meisterschaften schon ausgetragen. Wer auf diese Art von Nervenkitzel steht, ist da richtig. Klettern. Das hier ist der Battertfelsen bei Baden-Baden im Norden. Da gibt es über 300 Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Es gibt noch weitere Gebiete zum Klettern im Mittelschwarzwald, im Murgtal, bei Schramberg und unten bei Freiburg. Da ist mehr los, weil die Studenten aus Freiburg dort hingehen. Das sind alles Südhänge, weswegen die sonnenbeschienen sind und ganzjährig eigentlich geklettert werden können. Und natürlich Gleitschirmfliegen. In einer Gegend mit 100 Bergen, über 1000 Meter, gibt es natürlich überall Lande- und Startorte. Man kann Laien, Kurse machen und so weiter. Und wer sich's traut, hat die Möglichkeit, den Schwarzwald von oben zu sehen. Ist ja auch nicht jedem vergönnt. Außer er klettert auf diesen Turm. Das ist das Endziel des Baumwipfelpfades in Bad Wildbad, vor wenigen Jahren eingerichtet. 1500 Meter schlängelt sich dieser Weg durch den Wald und endet bei diesem Turm. Man muss hochlaufen, aber man kann runterrutschen. Und die Aussicht, ich war da, ist wirklich spektakulär. Dort in der Nähe ist diese tolle Hängebrücke, Wildline heißt die, knapp 400 Meter lang, 60 Meter hoch, bis zu 60 Meter hoch. Ausblicke 300 Meter ins Tal runter, Ennstal, Bad Wildbad, in den Schwarzwald. Da braucht man allerdings starkes Nervenkostüm. Da wackeln noch dem einen oder anderen die Knie. Der Schwarzwald ist durchzogen von Flüssen in Ost-West-Richtung. Hier ist es die Murg, auf denen wird geraftet oder man kann dort raften. Diese Flüsse, auf denen wurden früher, als die Holzindustrie noch eine große Rolle spielte, die Hölzer zum Rhein runtergetrieben und von dort bis nach Holland. Rotterdam, Amsterdam, holländische Städte sind auf Schwarzwälder Tannen gebaut. Wer es gemächlicher mag, sollte sich hierher verirren. Das ist Taubergießen, ein Naturschutzgebiet in der Nähe vom Europapark Rust, der ja auch die meisten Leute kennen. Das sind urwaldähnliche Auen dort an einem Seitenarm des Rheins. Der Rhein ist ja begradigt worden schon vor vielen hundert Jahren. Dort ist die Natur erhalten geblieben. So sieht das von oben aus. Ist wirklich ein Spektakel. Da kann man selber paddeln oder sich von so Kähnen wie in Venedig auch kutschieren lassen. Rückzugsgebiet für seltene Vögel, Eisvogel, Haubentaucher, Graugänse, glaube ich, nisten da, Kormorane. Wer es Urwald ähnlich mag, sollte sich dorthin begeben. Trendsportart überhaupt derzeit, Stand-Up-Paddling. Ich kenne überhaupt niemanden, der das nicht macht. Ja? Und wer es gern machen will, ist im Schwarzwald richtig. Es gibt viele Seen, Schluchsee, Titisee, Windquellweiher, auch die Seitenarme des Rheins, die wir gerade gesehen haben, auch da kann man überall machen.
und wird auch überall gemacht. Egal was man macht, am Ende eines langen Tages muss man was essen. Die Küche des Schwarzwalds oder der Ferienregion ist über ihre Grenzen hinaus berühmt, hat eine hohe Qualität. Das liegt daran, dass alles vor Ort produziert und angebaut wird. Es gibt über 350 prämierte Sterne, Feinschmeckerlokale. Ja, aber in fast jedem Dorf gibt es ein Gasthaus, man kann überall bedenkenlos einkehren und zum Beispiel sowas hier essen, den berühmten Schwarzwälder Schinken, Wahrzeichen der Region, von der EU geschützt, der darf nur dort hergestellt werden, wird gepökelt und dann geräuchert über Tannen- und Fichtenholz. Wer Vegetarier ist, dem sei gesagt, dass die Firma Taifun, das ist der Europas größte Tofu-Produzent, die sitzen in Freiburg. Die Küche ist französisch geprägt. Hier Flammkuchen, das wird in vielen kleinen Dorfgasthäusern oder so heurigen lokalen Straußenwirtschaften heißen die dort kredenzt. Die Speisekarte des Schwarzwalds wäre ein eigener abendfüllender Vortrag. Das reicht jetzt die Zeit nicht, das alles aufzulisten. Lohnt sich mal reinzuschmecken. Eine ganz andere Darreichungsform, nenne ich es mal, ist das hier, Schwarzwald-Tapas. Vor 5, 6, 7 Jahren haben ein Mann und Frau, die sind Hobbyköche, die haben Schwarzwald-Tapas kreiert, ein Kochbuch auf den Markt gebracht, das auf wahnsinnig vielen Festivals zum weltbesten Kochbuch prämiert wurde. Und sie hier, die darf natürlich nicht fehlen, die Schwarzwälder Kirschtorte. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich fahre einmal pro Jahr mindestens in Schwarzwald, esse ich ein Stück und ich esse es nur dort, denn daheim schmeckt es doch am besten. Sehr kalorienreich, sehr üppig, aber lecker. Wem es so ein bisschen im Magen grummelt, dem sei sowas hier empfohlen, von rechts nach links. Schwarzwälder Kirschwasser, das ist Obstgegend dort unten in der Rheinebene. Also wird viel Obst gebrannt, Birne, Kirsch, Apfel, Mirabelle und so weiter. Und seit ein paar Jahren auch Gin. Ich glaube, jeder kennt den Monkey 47, der den Gin-Trend ausgelöst hat. Der stammt aus dem Schwarzwald. So, wenn Sie jetzt dahin gehen, wenn ihr dahin geht, irgendwo muss man sich einmieten. Es gibt Pensionen, Gasthäuser, Ferienwohnungen, Zeltplätze. Im Naturpark Schwarzwald gibt es so Wildcampingplätze. Das sind aber nur sehr wenige Plätze. Da muss man sehr früh sein, wenn man da mal in freier Natur übernachten will. Das ist gut ausgebaut. Wer Glück hat, kriegt ein Zimmer oder eine Wohnung hier in einem alten Schwarzwälder Bauernhof. Viele Landwirte vermieten. Wer das nicht schafft, weil die sind natürlich heiß begehrt, ist auch wirklich toll. In den Vogtsbauernhöfen, das ist ein Freiluftmuseum bei Gutach, da stehen 8 oder 10 solche Höfe, die man sich besichtigen kann, Auch toll da. Oder wer es eine Nummer kleiner mag, das sind Baumhäuser, die gibt es seit ein paar Jahren, stehen die im Renchtal bei der Ortenau. Die haben die Form des großen Bauernhauses, sind aber doch wesentlich kleiner. 2 Personen passen rein, es gibt ein kleines Bad, kleine Toilette, glaube ich, und eine große Terrasse. Und man hat einen sagenhaften Blick ins Tal. Wer noch näher an die Natur ran will, dem sei das hier empfohlen, Baumzelten. Das ist im Heubachtal in der Nähe von Freudenstadt da oben. Da ist im Preis inbegriffen, ist da ein Vesperpaket mit Frühstück und Abendessen. Und keine Toilette, wer aufs Klo muss, muss runter. Da steht ein Klohäuschen. Ja, und die Menschen, zumindest diese beiden hier, sind tolle Menschen da unten, sind sehr gastfreundlich, weltoffen, leutselig und freuen sich bestimmt, wenn der eine oder andere Lust bekommen hat, da mal vorbeizuschauen. Ich kann es empfehlen, das ist eine super Gegend. Und wer ein Souvenir kaufen will, aber diese altbackenen Kuckucksuhren nicht mag, der kann sowas hier kaufen. Das ist auch eine Kuckucksuhr. So vor 10, 15, 20 Jahren haben die Kuckucksuhrenhersteller, die sind meistens im Mittelschwarzwald, sitzen die, angefangen, auch ihre Produkte ein bisschen zu modernisieren. Und wer jetzt Lust bekommen hat, in Schwarzwald zu gehen, besprechen Sie es mit Ihrer Frau, trinken Sie ein Glas Bier, wägen Sie ab, lassen Sie sich Zeit. Ja, sowas will gut überlegt sein, aber nicht zu viel. Schwarzwald ist begehrt. Letztes Jahr wegen Corona kenne ich Leute, die nichts bekommen haben. Ich empfehle Ihnen, die Entscheidung wird leichter gemacht, wenn die Frau auch ein Glas Bier bekommt. Als Tipp. Und diese wunderschöne Uhr, das ist eine sogenannte Augenwenderuhr, die hängt im Uhrenmuseum in Furtwangen. Ist auch ein
Lohnt sich anzugucken. Viele weitere Tipps finden Sie hier auf der Schwarzwald-App. Öffnungszeiten, Sehenswürdigkeiten, Anreisemöglichkeiten, Unterkünfte, Wetter und so weiter. Werfen Sie einen Blick rein oder in eines meiner Bücher. Viel Spaß im Schwarzwald. Jens Schäfer war das. Besprechen Sie es mit Ihrer Frau oder besprechen Sie es mit Ihrem Mann, je nachdem, wer gerade zuschaut. Besprechen Sie es mit Ihren Kindern natürlich auch. Jens, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Du bist gar nicht professioneller Reisender, professioneller Wanderer. Du hast es gerade am Schluss angedeutet. Du bist eigentlich Krimi-Autor, Autor speziell Krimis. Drehbücher hast du gemacht, Bücher hast du gemacht. Woher kam dann diese Vorliebe dann doch fürs Wandern und fürs Outdoor-Sein im Schwarzwald? Ist das angeboren, wenn man da herkommt? Ich vermute ja. Also ich lebe in Berlin seit vielen Jahren. Mein Freundeskreis besteht zu großen Teilen aus Schwarzwäldern oder aus Bayern, wo ich auch mal gelebt habe. Und gibt ja auch keine anderen Leute mehr in Berlin, oder? Ja, für die Berliner, ja. und wir alle lieben die Natur, sind so aufgewachsen. Ja, also bei mir, wo ich aufwuchs in dem kleinen Dorf, das war in der Pubertät schrecklich, aber in der Kindheit großartig. Mhm. Aus der Haustür raus und ab in den Wald und ab in die Wiesen. Und das prägt einfach, ja, das prägt. Krimi-Autor, wie viele Leichen liegen im Schwarzwald vergraben? Wie viel Krimi-Potenzial gibt es? Ja, überraschend viele. Ja. Also lange Jahre war es auch Terra Incognita für die Fernsehstationen. Aber in den letzten Jahren hat es zugenommen. Es gibt den Schwarzwald-Tatort, den Freiburg-Tatort und jede Menge Mystery. Also irgendwie, und so Grusel-Thriller, ja. Schwarzwald steht bei Redakteuren offensichtlich für übersinnlich spukhaft. Ich gestehe, das kann ich nicht angucken, weil das ist, wenn man von da kommt, hält man das nicht aus. Ja. Aber da hake ich direkt ein, ja. Weil ich habe selber Familie im Schwarzwald, ich habe Familie in Waldkirch, bei Freiburg. Und ich weiß noch, wir waren einmal zur Fasnet da. Und ich habe mich erstens verlaufen und zweitens waren da halt diese Hexen und diese Masken. Und ich habe immer noch eine Urangst vor Masken seitdem. Ich kann das nicht ausstehen. Also zu der Zeit werde ich niemals wieder in den Schwarzwald reisen. Was ist denn die beste Reisezeit? Herbst auf jeden Fall, weil es dann nicht mehr so heiß ist und weil die Ernte eingefahren ist und das Ganze, was eben auf den Feldern gewachsen ist und verarbeitet wird, auf die Teller kommt. Und das Frühjahr, den Hochsommer, also ich komme aus dem absoluten Hochschwarzwald auf 800 Metern und da habe ich es nie verstanden, dass Leute aus Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, aus der Rheinebene, wo es bis zu 40 Grad im Sommer haben kann, dass die da oben Urlaub machen. Ja, für die war das einfach kühler und für mich war Urlaub natürlich Italien, Spanien, Frankreich oder so. Ich habe das nicht verstanden. Wie kann man 40 Kilometer fahren und da sich einmieten? Wer die Hitze nicht verträgt, ist im Hochschwarzwald gut aufgehoben. Wer die Hitze mag, ja, ab in die Rheinebene. Aber es ist heftig da unten. Ja. Aber das ist auch wieder ein ganz gutes Stichwort, weil ich komme selber aus Norddeutschland. Ich bin aus Bremen. Für mich ist Sonne immer Druck. Ja. Wenn die Sonne scheint, habe ich immer das Gefühl, ich muss unbedingt rausgehen, ich muss unbedingt was erleben. Ja, und als ich dann aus Norddeutschland weggezogen bin und plötzlich die Sonne länger als 2 Wochen geschienen hat, habe ich unheimlich schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich entweder was für die Uni machen musste und dachte, oh Gott, ich muss raus, oder ich war draußen und dachte, oh Gott, ich muss was für die Uni machen. Also was kann ich im Schwarzwald machen, wenn ich gar keinen Bock habe, rauszugehen? Alles, du kannst alles machen. Du kannst zum Beispiel eines dieser Bücher nehmen. Netflix gibt es nicht, es gibt kein Internet dort, man muss sein Essen mitbringen, weil es gibt keine Supermärkte. Nein, kannst du nicht alles machen, was du woanders auch machen kannst. Aber ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren viel getan, was Aktivitäten, das geht ja in diese Richtung, was familientaugliche Freizeitmöglichkeiten angeht. Wir haben alle aufgeholt. Bis in die 60er, 70er Jahre war das eine Gegend, wo die Leute zur Kur hingegangen sind, die Krankenkassen haben das bezahlt. Dann gab es diverse, das Finanzierungsmodell wurde umgestellt, die Leute sind da nicht mehr hingegangen und der Schwarzwald hat sich umgestellt auf Kinder und Familie, auf Kurzreisende, auf Outdoor, wie man hier gesehen hat. Mhm. Es gibt wahnsinnig viel. Geh auf die App oder guck ins Buch. Ja. Und es wurde ja auch vorgesorgt, auch ihr habt ja manchmal Regen. Es gibt ja auch, man kann ja auch mittlerweile Indoor klettern gehen und so weiter. Auch da gibt es ja genug Hallen. Oh, bin überall. Ich mir sicher, ja. Da ich nicht kletter, weiß ich das nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es eine gibt. Ja. Oder mindestens eine da unten. Insofern, das passt schon. Und du hast es eben auch gesagt, du hast dich gewundert, wenn da die Leute zu dir gekommen sind, einen Urlaub zu machen. Für dich war Urlaub Spanien, Italien und so weiter. Und das ist auch so mein Bild. Also der Schwarzwald ist so der Sehnsuchtsort, an den Orten, die für uns Sehnsuchtsorte sind.
Aber wo genau ist eigentlich der Schwarzwald? Weil, also ich glaube, ich kann es einigermaßen gut benennen, ja. Aber wenn man, je weiter man weggeht, desto größer wird ja auch der Schwarzwald plötzlich. Ja. Wo ist eine Kamera, die da, ja, wenn, nehmen wir an, das hier ist der Schwarzwald, die Ferienregion, die haben sich alle zusammengetan, weil sie ja irgendwie, müssen ja irgendwie als eine Marke auftreten. Dann ist hier am Rand, am Westrand, ziehen sich diese knapp 180 Kilometer wirklich reiner Schwarzwald entlang. Und alles, was da an der Rheinebene ist, Freiburg gilt immer als Hauptstadt des Schwarzwaldes, das stimmt gar nicht, das liegt im Breisgau. Offenburg, Europapark Rust, Lörrach, wo das wahnsinnig tolle Vitra Design Museum ist, der Europapark Rust, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, Karlsruhe, diese, das ist alles nicht Schwarzwald, wird aber zusammengefasst als Ferienregion und haben einen gemeinsamen Auftritt. Dadurch wird es auch so vielfältig, wie wir gerade gesehen haben. Schwarzwald pur ist nur Wald. Wald und Wiese, ja, ja, du weißt. Die Wiesen darf man nicht vergessen. Ja. Aber also so Faustregel ist, Schwarzwald ist in Baden. Ist kein Schwabenland, sondern es ist Baden. Ah ja, guter Punkt. Nee, nicht ganz. Das ist der größte Teil des Schwarzwaldes, ist Baden. Aber ein kleines Stück im Norden gehört zu Württemberg. Die sich auskennen, wissen, dass Badener und Württemberger so ein bisschen im Clinch liegen. Das hat historische Gründe, weil das Land Baden-Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Die Badener wollten das nicht, wollten eigenständig sein. Als ich zur Schule ging, in die Oberstufe, kam ein neuer Schüler, der kam aus Kalb auch ausgesprochen, im Nordschwarzwald und sagte, er käme aus dem Schwarzwald und sprach breitestes Schwäbisch und wir haben alle gelacht, weil wir das nicht geglaubt haben, dass das auch Schwarzwald. Also wir wussten es nicht mal, obwohl wir da gewohnt haben, da wohnten. Also selbst ihr wisst eigentlich gar nicht genau, nein, wo der Schwarzwald nein, eigentlich ist. Es ist zu lang. Ja, es ist zu lang und jemand aus dem, in der Nähe von, er ist zu lang, wenn jemand in der Nähe von Freiburg lebt, da zieht es einen nicht da hoch und umgekehrt genauso. Erstens sind die Anfahrtswege wahnsinnig lang, diese zerklüfteten Täler, die wir gesehen haben, bedeuten stundenlange Anfahrtswege, Luftlinie 50 Kilometer, Anfahrt einmal runter ins Tal, hoch, wieder hoch, bist du 3-4 Stunden unterwegs. Da bleibt man dann daheim. Wenn du jetzt selber weit weg bist, in den USA oder so, und sagst, ja, du kommst aus dem Schwarzwald und die Leute sagen, yeah, Black Forest, I heard about it, I know where it is. Was ist so deren Vorstellung, wo liegt da der Schwarzwald? Ja, lustigerweise passiert es regelmäßig bis heute. Man denkt ja immer, die Menschheit lernt und lernt und lernt, aber geht ja bei jedem wieder von vorne los. Viele glauben, dass es in Bayern ist. Ah, Black Forest, kenne ich. Auch in Deutschland. Ganz viele sagen, ja, kenne ich, das ist in Bayern, Schwarzwald. Irgendwie ist Bayern, hat diesen Wald so für sich besetzt, obwohl es ist reines Baden-Württemberg. Und das andere, was eben ständig passiert ist, ach ja, klar, das ist im Schwaben. Ja, das hört man auch. Oft. Ja, Zurück auch. Zum Schriftsteller, ja. Zurück zu den Büchern. Du hast zwei Bücher mitgebracht. Jawohl. Beide über den Schwarzwald. Keine Krimis, sondern Sachbücher. Eine Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald. Einmal total alles über den Schwarzwald, The Complete Black Forest. Welches ist besser? Halte ich fest, die sind beide gleich gut, obwohl sie verschiedene Formate haben. Doch. Das eine ist, also die Gebrauchsanweisung erzählt von Land und Leuten in prosaischer Form und das andere ist eine bunte, unterhaltsame Infografikensammlung, die sehr viel Spaß macht, im Herbst rausgekommen ist und allen gefällt. Dann kommen wir jetzt eigentlich, im Grunde hast du ja schon uns alles jetzt erzählt, kommen wir nur noch zur allerletzten Frage, die für mich persönlich wichtig ist. Kannst du mich irgendwie in direkten Kontakt mit Christian Streich, dem Trainer vom SC Freiburg, setzen? Weil ich bin persönlich riesiger Fan und der steht für mich, der ist bodenständig, der ist natürlich, der ist sympathisch. Das sind für mich so Sachen, ja, das trifft auch auf den Schwarzwald zu. Das ist für mich, der ist für mich Schwarzwald. Hast du seine Nummer? Ich ehrlich gesagt, erstens glaube ich, dass dieser Mensch war unglaublich, also der war ja nicht geplant, aber es gibt keinen besseren Werbeträger als ihn. Früher war es Jogi Löw, wer sich noch erinnert, ja, es findet keine Nationalmannschaft gerade statt. Jetzt ist es Christian Streich. Den habe ich mal gefragt, ob er nicht ein paar Worte schreiben möchte für die Gebrauchsanweisung. Und hat gesagt, ich bin kein Schwarzwälder. Der kommt ja aus Lörrach gebürtig. Das ist unten an der Grenze zur Schweiz. Und er sagt, ich bin kein Schwarzwälder, ich bin nicht wie die da oben. Ja, und hat sich geweigert. Gefragt habe ich ihn, weil ich weiß, wo er manchmal verkehrt. Aber wo verkehrt er? Das sagst du mir gleich privat und dann da bin ich dadurch Zufall. Und dann sage ich, ich bin auch kein Schwarzwälder, komm, wir können uns unterhalten. Genau. Habt ihr mit denen auch Stress, mit den Lörrachern? Wer ist ihr? Die Schwarzwälder? Nein. Das sind mit denen seid ihr okay. Ja. Württemberger sind nicht gut und Schwaben sind nicht gut. Ja. Aber Lörracher und Berliner sind okay. Super sind die.